Andreas Hofer, Sandwirt in Passeier, er ist ein Vorbild für unser Land. Als Oberkommandant galt sein Einsatz für Gott, Kaiser und Vaterland. Joachim, Haspinger, Feldpater im Kampf, ein wahrhaftig glorreicher Held. Am linken Flügel des Bergisels führte die Schütze durchs Feld. Ihr Söhne der Freiheit von Anno neun in die Schlacht gezogen für Volk und Land. Freiheitskämpfer in dieser Heldenzeit, euer Geist lebt weiter in alle Ewigkeit. Rupert Winterstelle aus dem Leukental, sein Dorf abgebrannt durch den Franzosen Volksaufstand. Hat er tapfer geführt für sein Tal, stand er treu und beispiellos. Josef Speckbacher, der Taktiker im Kampf, als Mann von Rinn hat man ihn gekannt. In der Sachsenklemme hat den Feind mit voller Kraft in den Eisack gerammt. Ihr Söhne der Freiheit von Anno neun in die Schlacht gezogen für Volk und Land. Freiheitskämpfer in dieser Heldenzeit, euer Geist lebt weiter in alle Ewigkeit. Peter Meier, der Wirt an der Mar, bekannt für Wahrheit und für Recht. An der Spitze des Tiroler Landsturms stand er furchtlos mitten im Gefecht. Tiroler Schützen, mutig, stolz und frei. Ihr Schlachtruf war Tirol auf. Siegeswillig standen sie bereit, nahmen den Tod für die Freiheit in Kauf. Ihr Söhne der Freiheit von Anno neun in die Schlacht gezogen für Volk und Land. Freiheitskämpfer in dieser Heldenzeit, euer Geist lebt weiter in alle Ewigkeit. Ihr Söhne der Freiheit von 1809, Freiheitskämpfer in die Schlacht gezogen für Volk und Land.